Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. In favor of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes. 211 zu 148 Stimmen. Boris Johnson übersteht am Abend das innerparteiliche Misstrauensvotum gegen ihn. Und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Er hat sie also abgewendet, die Rebellion in den eigenen Reihen, vorerst zumindest. Denn auch wenn es seine Unterstützer da gerade jubelten, kaum sind die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Verklungen, herrscht politische Katerstimmung im Vereinigten Königreich. Das Jubiläum hatten die Tory-Rebellen gerade noch abgewartet. Heute setzen sie nach Monaten heftiger, eben auch interner Kritik an ihrem Partei- und Regierungschef ein Misstrauensvotum gegen Johnson durch. In erster Linie wegen der sogenannten Partygate-Affäre, in der scheibchenweise ans Licht kam, wie während des landesweiten Corona-Lockdowns mit strengen Kontaktbeschränkungen im Amtssitz Downing Street No. 10 reihenweise Partys gefeiert wurden. Aus London, Sven Lohmann. Boris Johnson sitzt hier in No. 10 Downing Street, als ihn das Ergebnis erreicht. Nur 59% seiner Parteifreunde sprechen ihm das Vertrauen aus. Dennoch. Ich bin den Kollegen dankbar. Dankbar, dass sie mich unterstützen. Jetzt müssen wir als Regierung zusammenstehen. Und genau das können wir jetzt auch tun. Vor der Abstimmung hatten sich Johnsons Verbündete massiv für ihn in die Bresche geworfen, kaum ein Interview ausgelassen, die Partygate-Affäre dabei kleingeredet, offenbar erfolgreich. Wir sollten ihn unterstützen. Er hat den Brexit durchgezogen und in der Pandemie dafür gesorgt, dass alle den Impfstoff in den Arm gespritzt bekommen. Der Premier hat zwar eine Strafe für eine Party im Lockdown bekommen, aber dafür hat er sich entschuldigt. Am Regierungssitz arbeiten viele Leute und bei den meisten Feiern war er doch gar nicht dabei. Partys über Partys, während sie im Lockdown verboten waren. Sogar ein Bußgeld für Johnson, der vorher beteuert hatte, es habe gar keine Partys gegeben. Und ein interner Untersuchungsbericht, der ihm Führungsversagen attestiert. Während Johnson in den vergangenen Tagen die Queen zu ihrem Jubiläum feiert, wollen ihn längst mehr und mehr seiner Parteifreunde loswerden. Per Misstrauensantrag. Am Rande eines Gottesdienstes wurde Johnson sogar ausgebuht. Spätestens da hatte manch einer genug. Ein konservativer Premierminister, der so ausgebuht wird, das gab es noch nicht. Es zeigt, wie sehr sein Ansehen in der Öffentlichkeit gelitten hat. Tatsächlich will laut einer Umfrage eine Mehrheit in der Bevölkerung, dass Johnson als Premierminister abtritt. Ich fand ihn mal lustig, aber er hat die Grenzen überschritten. Eine Lüge und noch eine und noch eine. Er ändert die Regeln in seinem Sinne. Der Mann ist eine Zeitverschwendung. Im Moment möchte ich nicht, dass er geht. Ich sehe niemanden, der es anders macht. Die meisten konservativen Abgeordneten haben ihn nun aber gestützt und nicht gestürzt. Zumindest vorerst. Annette Dittert in London. Boris Johnson übersteht also das Misstrauensvotum, aber mit mehr als nur ein paar Schrammen. 148 Stimmen gegen ihn. Wie ist das einzuschätzen? Das ist schon ein katastrophales Ergebnis für ihn, denn das bedeutet, dass mehr als 40% seiner Abgeordneten im Parlament ihm das Vertrauen entzogen haben. Und wenn man überlegt, dass er 80 plus hat im Parlament, dann zeigt das, wie schwer das Regieren in Zukunft für ihn werden wird. Und es kommt hinzu, der interne Krieg, Bürgerkrieg, politische Bürgerkrieg in seiner Partei, der geht jetzt erst richtig los. 148 gegen 211, das sind zwei große Fraktionen, die haben sich heute schon gegenseitig zerlegt vor der Presse. Und ab morgen wird das nicht besser werden. Das heißt, Boris Johnson ist mit diesem Ergebnis zwar jetzt erstmal noch im Amt, aber sicher ist er da nicht. Und wie realistisch ist es, dass er seine innerparteilichen Gegner wieder hinter sich versammeln kann?
Das ist wahnsinnig schwierig, weil die Kritik aus ganz verschiedenen Lagern seiner Partei kommt. Da ist einmal der ganz rechte Flügel, der einen noch härteren Brexit am liebsten will, der das Nordirland-Protokoll in der Luft zerreißen will. Dann hat er aber auch ein großes Lager an Gegnern in der sogenannten One-Nation-Tory-Ecke, den Liberaleren, die den Brexit eigentlich gar nicht wollten. Das heißt, in welche Richtung auch immer er sich wendet, er wird dann wieder andere Lager verprellen. Das heißt, er kann diese Situation eigentlich gar nicht auflösen. Und es kommt noch hinzu, dass Ende Juni zwei wichtige Nachwahlen anstehen, die die Tories mit ziemlicher Sicherheit verlieren werden. Und spätestens dann wird das ganze Theater wieder von vorne losgehen. So oder so, der Premierminister ist politisch angeschlagen und da haben sicherlich so manche in der Partei Blut gewittert. Wer könnte sich denn da in Position bringen? Also da haben sich natürlich schon einige hinter den Kulissen mehr oder weniger deutlich in Positionen gebracht. Viele, die jetzt erstmal gesagt haben, dass sie für Johnson stimmen, aber das heißt natürlich nichts im politischen Theater Londons. Das ist die jetzige Außenministerin Liz Truss, der ehemalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt, Tom Tugend hat, ein liberaler Tory, der sich auch schon gemeldet hat. Die werden jetzt alle hinter den Kulissen ihre Chancen austesten. Auch das wird das Regieren noch einmal zusätzlich schwieriger machen. Mit diesem Ergebnis des Misstrauensvotums von heute Abend wird Boris Johnson nicht zur Ruhe kommen, seine Partei nicht zur Ruhe kommen, aber auch das Land nicht zur Ruhe kommen. Annette, danke für die Informationen nach London. Er wird nicht dabei sein. Wenn in Los Angeles der Amerika-Gipfel beginnt, wird Nicaraguas Präsident Daniel Ortega fehlen. Genauso wie die Staats- und Regierungschefs von Kuba und Venezuela. Die hatte US-Präsident Joe Biden nämlich ausdrücklich nicht in die Westküstenmetropole geladen, mit Verweis auf ihre autoritären Regime. Und so wird heute zum Auftakt des Gipfels mehr über die Gästeliste des Treffens gesprochen als über die Themen. Dabei bräuchte es den Austausch mit möglichst vielen Seiten, denn es geht in Los Angeles um nichts Geringeres als um das zentrale Thema Migration. Aktuell machen sich wieder viele Menschen aus den mittel- und den südamerikanischen Ländern auf Richtung USA, wovor viele in Ortegas Nicaragua fliehen wollen, berichtet Marie-Christine Böse. Die Flagge hebt Guillermina Zapata nun seit 4 Jahren auf. Das Blut ihres Sohnes ist längst darauf eingetrocknet. Francisco trägt sie im Mai 2018, als er gegen Präsident Ortega demonstriert und per Kopfschuss getötet wird. Das ist für mich eine Reliquie, ein Erinnerungsstück. Ich hebe sie auf. Sie haben meinen Sohn umgebracht, weil er ein freies Nicaragua wollte. Damals, 2018, gibt es in Nicaragua hunderte Tote. Ortega lässt Protest blutig niederschlagen, der sich erst gegen eine Sozialreform, dann gegen Korruption und Unterdrückung richtet. Der einstige Freiheitskämpfer zeigt, dass er von Demokratie nichts hält. Mit seiner Frau, der Vizepräsidentin, schafft er seitdem die Gewaltenteilung ab, lässt Oppositionelle verhaften. Wer kann, flieht. Guillermina Zapata hat nicht die Mittel dazu. Wir sind ein gekidnapptes Land. Wir haben kein Recht darauf, etwas zu sagen oder zu fordern. Vergangene Woche. Wieder verbietet das Parlament NGOs, die sich für Umweltschutz oder Menschenrechte einsetzen. 400 Organisationen wurden bereits dicht gemacht. Die Vorwürfe, oft Steuervergehen, sind konstruiert, sagt Schriftstellerin Gioconda Belli. Die frühere Weggefährtin Ortegas ist inzwischen eine seiner schärfsten Kritikerinnen, lebt deshalb im Exil. Wir sind ein von diesem Regime versklavtes Volk. Die haben uns ein Gefängnis gebaut. Wie umgehen mit Autokraten wie in Venezuela, Kuba oder eben Nicaragua? Vom Amerika-Gipfel schließt der US-Präsident sie aus. Dabei gibt es ein gemeinsames Thema, die Flüchtlingsproblematik. Hunderte aus Nicaragua und Venezuela starten auch an diesem Morgen wieder Richtung US-Grenze. Doch Biden will das wichtige Thema Migration nur mit demokratisch regierten Ländern verhandeln. Ein Dilemma, sagt Bailey. Es wäre aus meiner Sicht wichtig, dass alle Länder dort vertreten sind und man nicht jemanden ausschließt, weil dir nicht passt, was er tut. Guillermina Zapata dagegen kann den US-Präsidenten verstehen. Nach dem Tod ihres Sohnes, der Gewalt, der Unterdrückung, worüber noch mit Ortega reden? Er ist ein Mörder, er verletzt Menschenrechte. So findet der Amerika-Gipfel ohne die autoritär regierten Länder statt, aber auch ohne die Präsidenten von Mexiko und Honduras. Sie sagten, unzufrieden über die Einladungspolitik, ab.
Claudia Buckenmeier in Washington. Wenn so Schlüsselfiguren nicht teilnehmen an diesem Gipfel, kann es für US-Präsident Biden da überhaupt eine Lösung oder zumindest einen Fortschritt geben in der für die USA so wichtigen Migrationsfrage? Ja, also US-Präsident Biden steckt da tatsächlich in einem Zwiespalt. Zwar will er an seinen politischen Prinzipien festhalten, das hat zumindest seine Sprecherin heute mehrfach betont, und eben keine Diktatoren zu diesem Gipfel einladen. Aber auf der anderen Seite hätte er eben gerade den mexikanischen Präsidenten, der ja ein politisches Schwergewicht in der Region ist, dringend für die Migrationsfrage gebraucht. Vor allem, da eben sich wieder tausende Migranten auf den Weg zu der Grenze zu den USA machen. Aber es ist jetzt auch bekannt geworden, dass der mexikanische Präsident zu einem Besuch ins Weiße Haus kommen wird, schon sehr bald, wahrscheinlich im Juli. Und dann sollen diese Themen besprochen werden, bilateral. US-Präsident Biden hat aber neben diesen Querelen um die Einladungspolitik ein ganz anderes Problem, das hier im Land wurzelt. Er hatte ja den mittelamerikanischen Staaten ein 4 Milliarden Dollar schweres Unterstützungspaket versprochen, mit dem er die Ursachen für die Flucht dort vor Ort bekämpfen wollte. Und dieses Paket hängt hier im Kongress fest. Das ist keine gute Ausgangsposition, um glaubwürdig zu vermitteln, dass einem wirklich was liegt an den Ländern im Süden Amerikas. Und dort läuft inzwischen China den USA den Rang ab bei wichtigen Investitionen, vor allem bei der Infrastruktur. Und er wollte jetzt die Wende schaffen. Biden wollte in Kalifornien die Wende hinbekommen und sich wieder als verlässlicher Partner präsentieren nach den konfrontativen Trump-Jahren. Und das ist sehr fraglich, ob ihm das jetzt gelingen kann. Vielen Dank nach Washington, Claudia Buckenmeier. Aus dem Osten der Ukraine sind heute erneut schwere Gefechte gemeldet worden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten des Tages mit Judith Rakers. Ukrainische Militärs berichteten wieder von russischen Geländegewinnen in Sjewjerodonezk, einer strategisch wichtigen Stadt in der Region Luhansk. Präsident Zelensky war gestern an der Front im Donbass, wo zahlreiche Orte unter heftigem Artilleriebeschuss stehen. Unterdessen wurde bekannt, dass der russische Außenminister Lavrov wegen westlicher Sanktionen und der Sperrung des europäischen Luftraums nicht nach Serbien fliegen konnte. Das Bundesinnenministerium hat einen Entwurf für eine Neuregelung im Migrationsrecht erstellt. Er liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Ein Ziel ist ein Ende der sogenannten Kettenduldungen. Menschen, die mindestens 5 Jahre geduldet sind, sollen demnach ein einjähriges Chancenaufenthaltsrecht bekommen. Wenn sie in der Zeit ihren eigenen Lebensunterhalt, ihre Identität und Sprachkenntnisse nachweisen, können sie ein dauerhaftes Bleiberecht erwerben. Anderenfalls fallen sie in die Duldung zurück. Im Rahmen einer 4-tägigen Nahostreise ist Bundeswirtschaftsminister Habeck in Israel eingetroffen. Der Grünen-Politiker will unter anderem Energiefragen und Klimaschutz thematisieren. Zunächst traf Habeck Israels Premierminister Bennett und sprach mit ihm über mögliche Kooperationen im Energiesektor, aber auch über den Nahostkonflikt. Morgen besucht Habeck die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, bevor er in die Palästinensergebiete weiterreist. Raketentests auf der koreanischen Halbinsel sorgen weiter für Spannungen. Nachdem Nordkorea gestern mehrere Kurzstreckenraketen gezündet hatte, reagierten die USA und Südkorea mit einem ähnlichen Schritt. Sie verschossen innerhalb von 35 Minuten ebenfalls 8 Raketen. Nach Angaben des Militärs soll damit die Verteidigungsfähigkeit demonstriert werden. Die Internationale Atomenergiebehörde berichtete unterdessen von Vorbereitungen in Nordkorea für einen neuen Atomtest. In Deutschland haben viele das verlängerte Pfingstwochenende für Ausflüge genutzt. Der Ansturm auf die Regionalbahnen wurde durch das 9-Euro-Ticket verstärkt. Aus einigen Zügen mussten Reisende wegen Überfüllung aussteigen. Fahrräder konnten oft nicht mitgenommen werden. Auch im Flugverkehr kam es zu Verzögerungen. Dort fehlt Personal, das wegen der Corona-Flaute abgebaut worden war. 400.000 neue Wohnungen. Das ist die Zielmarke der Bundesregierung. Und zwar jedes Jahr. Eine ehrgeizige Vorgabe, die den Bedarf decken soll. Und der ist enorm. In vielen Städten, aber nicht nur dort, ist die Nachfrage weit größer als das Angebot. Doch angesichts auch der aktuell steigenden Baukosten ist fraglich, ob das Ziel allein durch Neubau erreicht werden kann.
Dabei besitzen viele Kommunen Wohnungen und Häuser, die paradoxerweise aber zum Teil leer stehen. Wie das sein kann, zeigt Torben Ostermann am Beispiel von Bremen. Jedes Mal, wenn Hans-Peter Hölscher sein Haus verlässt und auf die andere Straßenseite blickt, kriegt er schlechte Laune. Und das liegt an diesem Haus gegenüber. Das Haus steht seit über anderthalb Jahren leer und vergammelt. Wenn ich so ein Grundstück sehe, dann ist das einfach prädestiniert für eine junge Familie. Und von daher ärgert es mich einfach, dass da keine Entwicklung stattfindet. Wie Dutzende andere gehört dieses Haus der Stadt. Auch Rainer Konrades wohnte viele Jahre in einer städtischen Immobilie. Er war Hausmeister an dieser Schule im Bremer Westen, wohnte samt Familie in der dazugehörigen Dienstwohnung. Vor 10 Jahren ging er in Rente. Seitdem steht die 140 Quadratmeter große Wohnung leer. Verständnis habe ich nicht dafür. Man hätte diese Wohnungen sicherlich einsetzen können, eben für bedürftige Menschen. Jetzt ja auch wieder. Die Ukraine, da werden sicherlich Familien sein, die Wohnraum benötigen. Jahr für Jahr fordert das Bremer Parlament Leerstandslisten an. Nach Stadtteilen aufgeschlüsselt wird dort das gesamte Ausmaß erkennbar. Leerstehende Wohnhäuser, Hausmeisterwohnungen, ehemalige Schulen, Amtsgebäude. Politisch verantwortlich für den Leerstand ist der Finanzsenator. Den Unmut kann er nachvollziehen. Wir haben gerade die höchste Priorität, das ist Schulbau, Sanierung von Schulen, Sanierung von Kitas. Und da stecken wir unsere ganze Kraft und ziemlich viel Geld rein. Und darum bleiben natürlich solche Gebäude manchmal auch länger stehen. Und das ist ärgerlich, aber das geht leider nicht anders. Ginge schon, findet Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Diese verwaiste Berufsschule ist ihm seit Jahren ein Dorn im Auge. Auch im ehemaligen Arbeiterstadtteil Hemelingen fehlt es an Wohnungen. Er kann nicht verstehen, warum die Stadt hier nicht investiert. Hier verkommt öffentliches Eigentum, es verfällt. Wir haben auch hier eine Schadstoffbelastung, das könnte man natürlich angehen. Aber bei der Not denkt man sich, warum vergammelt hier was, was wir als Eigentum haben? Es wirkt paradox. Auf der einen Seite herrscht in Bremen Platzmangel, der Wohnungsbau stockt. Auf der anderen Seite hat der Senat Zugriff auf zehntausende Quadratmeter Leerstand. Ich kann das total verstehen, dass man da ärgerlich drüber ist, aber vom Umfang her muss man auch sagen, wir haben Immobilien Bremen verwaltet über 2 Millionen Quadratmeter Grundstück und das ist eine Fläche von 1-2%, die da leer steht. In der Gesamtsumme ist das noch vertretbar, aber es ist trotzdem ärgerlich. Und so dürfte sich an dem Zustand erstmal wenig ändern, sehr zum Ärger von Hans-Peter Hölscher und anderen, die dem Verfall täglich zugucken müssen. Ein langes, meist sonniges Pfingstwochenende geht zu Ende und wir schauen jetzt nach vorn, Carsten. Wie starten wir denn in die verkürzte Arbeitswoche? Es geht durchaus noch durchwachsen weiter in den nächsten Tagen. Nicht komplett trocken, immer wieder Schauer und Gewitter dabei. Und was die Temperaturen angeht, da bewegen wir uns anfangs ein bisschen seitwärts oder sogar, wie wir hier am 15-Tage-Trend von Frankfurt sehen, ein bisschen nach unten, zumindest bis Donnerstag. Das ist diese sehr wechselhafte Periode in den nächsten Tagen. Und dann, und das gilt für ganz Deutschland und das zeigen auch die meisten Wettermodelle, zum Wochenende hin wird es deutlich wärmer mit sommerlichen Temperaturen. Und diese wärmere Luft, die kommt, weil es ein tropisches Tiefdruckgebiet gibt, das in den letzten beiden Tagen über Kuba, über Florida hinweggezogen ist, dort auch Überschwemmungen brachte. Wir sehen es hier auf dem Wettervorschaufilm über dem subtropischen Atlantik. Und das kommt nämlich voran Richtung Europa. Ich wechsle mal die Seite. Und landet am Freitag, Samstag im Nordwesten Europas zwischen Irland, Schottland und Island. Und dieses riesige Sturmtief, das sich dann hier bildet, das saugt die wärmere Sommerluft in Spanien an und führt sie am Wochenende bis nach Deutschland. Aber bis zum Wochenende ist noch ein bisschen Zeit. Schauen wir schnell auf das, was demnächst passiert in dieser Nacht. Immer häufiger Regenschauer, vor allem im Süden, Alpenrand, später Alpenvorland. Auch im Norden gibt es ein paar Regenschauer. Und morgen tagsüber kommen dann Schauer und Gewitter auch hier im Westen und im Südwesten dazu. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 8 und 15 Grad. Und tagsüber gibt es so zwei Regionen, die ein bisschen kälter sind. Zum einen der Nordwesten, hier 16 bis 19 Grad. Und auch der Alpenrand, wo sich die Regenwolken am längsten halten. Dort 17 bis 18 Grad. Sonst 20 bis 23, am wärmsten im Osten bis zu 25 Grad. Der Mittwoch im Osten bei Sonnenschein noch wärmer. Am Donnerstag ist es überall wechselhaft bei 18 bis 23 Grad, bevor es ab Freitag wärmer wird. Da ist eine Menge dabei für jeden. Vielen Dank, Carsten, dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Verleihung des diesjährigen Civis Medienpreises. Auf den neuesten Stand der Dinge bringen Sie die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau um 10 vor 1 und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.